in der größten Biathlon-Arena der Welt. Je eine Frau und je ein Mann. Es wird Makoveev. Da haben wir sie, die russischen Starter und Starterinnen, heute mit der 1, weil sie die Titelverteidiger sind. Andrea Henkel auch schon, sie weiß es gar nicht genau, 5. oder 6. Mal hier mit dabei, hat sie erzählt. Der Countdown läuft. Selina Gasparin, die Schweizerin, heute Mittag noch aufgeregt, hat gesagt, bin mal gespannt, wie das ist, wenn hier 40.000 loskreischen, johlen und stampfen, wenn wir in die Arena hineinlaufen. Gilt genauso für Franziska Hildebrand und Jana Romanova, die wir eben gesehen haben. Helena Eckholm, die kennt das schon. Dieses Gefühl, hier in diesen Kessel hineinzulaufen. Der Countdown läuft. Noch 15 Sekunden. Und der Massenstart hier in der Arena, der ist etwas anders als normalerweise, als Sie ihn aus dem Weltcup kennen. Denn hier geht es erstmal ruckzuck ran an die Scheiben und dann schießen die 10 Frauen, die hier heute mit dabei sind, zum ersten Mal. Damit sich das Ganze ein bisschen auseinanderzieht, sagt Veranstalter Herbert Fritzenwenger. Wird geschossen, wer nicht trifft, sein 5-Schuss muss in die Strafrunde. Die Grafiken, so wie Sie aus dem Weltcup kennen, die gelben Punkte zeigen die Fehler an, das rote Aufleuchten auch. Es gibt keine Nachlader, also wer nicht getroffen hat, muss einmal in die Runde, die ist hier nicht ganz so lang wie draußen, sondern nur 75 Meter. Die Russin muss gleich zweimal rum. Alle anderen dürfen sofort raus ins Freie, obwohl man da heute nicht wirklich hin will. Zwischendurch hat es mal geregnet. Es ist mächtig windig, immer wieder Sturmböen. Sie sehen die Anzeige, noch 9 Runden. Eine Runde hier etwa 1,2 Kilometer lang. Zum Auftakt geht es hier in der Halle rum um dieses kleine Auto hier, eines von zweien, was den Siegern winkt. Dazu noch ganz beträchtliche 28.000 Euro. Also das ist der kleine Unterschied zum Weltcup. Hier gibt es was zu gewinnen. Ansonsten geht es um die Ehre, um das Erlebnis, um das Dabeisein, um ein bisschen Event. Gefühl und auch ein bisschen Training. Für viele hier eine scharfe Einheit. Marie-Laure Brunet, die Französin, ist jetzt vorn. Es geht zum ersten Mal durch den Tunnel hinaus. In die Wärme, muss man sagen, denn hier drin in der Halle ist es wahrscheinlich ein bisschen kühler als draußen. Und wir schauen noch mal. Das ist Jana Romanova. Da unten war der Fehler. Die Treffer Größe, die Trefferflächengröße und auch die Scheibenentfernung, alles so wie beim Weltcup. Nur das Ganze drumherum, das ist hier komplett anders. Draußen weißes Band in grüner Landschaft. Ein bisschen geht es auch durchs Erlebnisdorf hier vorbei an Bratwurstständen. Da, wo schon seit Mittag richtig Alarm herrscht. Heute Mittag das Stichwort. Gegen 12 Uhr war es soweit. Die Strecken waren präpariert. Aus einer nahegelegenen Skihalle wurde der Schnee herangekarrt. Michael Kreis hat vorhin noch mal erzählt, richtig gut ist es geworden heute. Kompakte Masse. Draußen vielleicht ein bisschen langsamer als drin in der Halle. ...2.500 Kubikmeter insgesamt sind hier angeliefert worden. Seit dem 26.12. hat man da in der Skihalle Neuss schon produziert und heute Mittag dann ist alles fertig gewesen. Die Strecken schwierig zu laufen und es ist auch schwierig zu überholen, das kennen wir aus den letzten Jahren. Jana Romanova hängt ein bisschen hinterher. Sie, die vorhin beim Shootout so gut war, da haben sich die Athleten und Athletinnen ein bisschen warm geschossen, dazu später mehr. Und jetzt zum ersten Mal das Willkommen aus 40.000 Kehlen. Das heißt, hier wurden auch andere Instrumente ausgeteilt, um noch ein bisschen zusätzlich Lärm zu machen. Außer der Russin fast alle dicht beieinander. Ladies first, die Damen zuerst, die Französin als erste auf der kleinen Brücke. Franziska Hildebrand auf Platz 4 und dahinter dann Andrea Henkel.
So, zunächst wird liegend geschossen. Das erste Schießen galt sozusagen als Massenstart. Insgesamt schießen Frauen und Männer jeweils zweimal liegen und zweimal stehend. Michela Ponza hier im blauen Anzug, die Italienerin, die ihren Vater als Verstärkung mitgebracht hat, als erste fertig mit dem Schießen. Auch Andrea Henkel, die sich heute was ganz Besonderes vorgenommen hat. Sie will mal deutlich schneller schießen, hat sie erzählt, als im Weltcup. Das hat sie in den letzten Tagen auch noch mal trainiert. Die Herren der Zunft warten auf ihre erste Runde und werden jetzt abgeklatscht. Das ist wie bei Staffeln im Weltcup. Es muss ein deutlich sichtbarer Körperkontakt her. Italien vor Österreich. Dann ist jetzt Michael Greiß unterwegs. Karl-Johann Bergmann. Jetzt steht Andreas Birnbacher bereit. Und jetzt das Schwedendoppel. Helena Eckholm auf Björn Ferry. Wir müssen jetzt etwas zurück. Aber noch Michela Ponza. Ihre Runde blendend absolviert und noch einmal ein kleiner Blick zurück. Die Scheiben frisch lackiert, gut zu sehen, wo die Treffer, wo aber auch die Fehler landen. Das war Selena Gasparin, die Schweizerin. Und hier der Zwischenstand, wo noch 8 Runden zu laufen sind. Lukas Hofer, der 22-Jährige, ist vorn. Der Mann aus Montal, der 30 Kilometer entfernt von Antholz wohnt. Einer ist, der immer wieder gern allein auf die Strecke geht, fast immer allein trainiert, manchmal mit Freunden, manchmal mit einem Bergläufer, manchmal mit einem Radfahrer. Das hat er auch im letzten Sommer so gemacht. Und ist ganz gut gestartet in die Saison. Dritter hier, Michael Greiß. Dazwischen Christoph Suhmann, der hier vor 2 Jahren gewonnen hat, gemeinsam mit Kathi Wilhelm. Da gab es zum ersten Mal ein gemischtes Länderdoppel. Hat sich damals diebisch gefreut. Und hat gesagt, ich war wohl der erste Österreicher, der in einem deutschen Fußballstadion derartig und überhaupt gefeiert wurde. Also Italien, Österreich, Deutschland. Hofer, Suhmann, Greiß, die Reihenfolge. Auf der langen Geraden draußen könnte überholt werden, aber es ist schwierig. Die letzten Jahre haben gezeigt, meist fällt die Entscheidung hier drin in der Halle am Schießstand. Wenn man in Antholz, in Oberhof oder in Ruppolding schießt, dann ist das schon Nervenkitzel pur, denn die Zuschauer sind sehr, sehr dicht dran. Aber hier ist das Ganze noch mal eine Nummer größer. Das hier Jana Romanova schaut ein bisschen traurig rein, denn sie musste die meisten Strafrunden drehen bei den Frauen. Erstes Liegenschießen jetzt für die Herren. Der Führende auf der ersten Bahn hier vorne, das ist der Italiener Lukas Hofer. Suhmann mit dem ersten Treffer. Vincent Jay, der Sprint-Olympiasieger von 2010. Suhmann muss einmal in die Runde, auch Michael Greiß. Lukas Hofer ebenfalls. Und Sergej Setnev hier links aus dem Bild rausgelaufen mit der roten Mütze. Der Ukrainer, der hat alles getroffen. Auch Björn Ferry und Andi Birnbacher. Also das geht hier ruckzuck, Vincent Jay und wieder ist Marie-Laure Brunet unterwegs. Dann Andi Birnbacher, der hat jetzt mächtig Boden gut gemacht, die Ukraine. Großes Gewusel da, muss man aufpassen, alles ein bisschen enger als der Staffelwechselraum beim Weltcup. Das ist Andrei Makoveev, kurzfristig eingesprungen für den erkrankten Olympiasieger Jewgeni Ustjugov. Start Nummer 1, vorhin schon mal erwähnt, weil die Russen die Titelverteidiger sind.
Auge von Lukas Hofer, wie bei vielen Schützen zu beobachten. Es wird kaum noch gezwinkert zwischendurch. Hier nochmal der Wechsel von Andi Birnbacher auf Franziska Hillebrand. Und da das kleine Gewusel beim Ausscheren von Christoph Suhmann war es, kamen sie sich ein bisschen gegenseitig ins Gehege. Abstände ganz gering. Und alles eng beieinander. Wenn Sie sich wundern, wenn oben erste Halbzeit steht, dann ist damit gemeint, die zweite, das ist das Verfolgungsrennen. Ergibt sich dann ganz logisch aus dem Resultat dieses ersten, dieses Massenstarts. Marie-Laure Brunet hat sich jetzt einen kleinen Vorsprung herausgelaufen. An dritter Stelle dann Franziska Hillebrand. Und hier vorne, das ist Vincent G., der Olympiasieger, der zum Ritter der Ehrenlegion in Frankreich geschlagen wurde. Und seine Freundin Marie-Laure Brunet bekam eine fette Medaille vom französischen Kulturminister. All das nach ihren herausragenden Ergebnissen bei den Olympischen Spielen 2010. Valentina Semerenko vor Franziska Hillebrand, beides exquisite Schützinnen. Viele Nationen, so auch die Ukraine, stellen danach auf, wer am besten in Schießform ist. Dementsprechend hat der Verband der Ukraine sich vorbehalten, Valentina Semerenko zu schicken, obwohl Zwillingsschwester Vita auch gern gestartet wäre. Geht blitzschnell. Marie-Laure Brunet ist schon wieder da. In den Pyrenäen, in Südwestfrankreich zu Hause, dann in die Alpen gezogen. Dort überall sind wesentlich höhere Berge als hier. In der Halle von Schalke, wo die Techniker zwischendrin alle Hände voll zu tun haben. Es muss ruckzuck gehen. Den Schmutz, der draußen auf der Strecke dann doch liegt, runter von den Skien. Das bleibt ihnen nicht viel Zeit. Dann müssen sie das nächste Paar fertig haben. Franziska Hillebrand, die dritte von vorn. Zweite von hinten, Andrea Henkel. Die führende Französin muss einmal in die Runde. Andrea Henkel ebenfalls und auch Franziska Hillebrand. Und Michaela Ponza hat wieder mal ganz toll geschossen. Also Frankreich muss die Führung jetzt abgeben. Da muss sich Marie-Laure Brunet ganz schön weit hinten einreihen. Es gibt jetzt wieder eine neue Spitzenmannschaft. Jetzt ist wieder Italien ganz vorn. Lukas Hofer, Vincent G., Björn Ferry. Italien, Frankreich, Schweden, dann die Ukraine. Dann Kaiser Melkerainen, die jetzt Karl-Johann Bergmann auf die Strecke schickt. Dann die Österreicher und dann Franziska Hillebrand und Andrea Henkel fertig mit ihrer Runde. Selina Gasparin kommt und schickt Benjamin Weger auf die Strecke, den erfolgreichsten Schweizer im Biathlon-Weltcup aller Zeiten, mittlerweile schon dreimal auf dem Treppchen gewesen. Im letzten Winter einmal, in diesem zweimal. Und das ist Jana Romanova, die von Wolfgang Pichler, dem neuen russischen Frauentrainer, extra ins Rennen geschickt wurde, weil sie eine so tolle Schützin ist. Vorher hat sie ein bisschen gewackelt, vielleicht auch die Aufregung, das Ungewohnte drumherum, die Lautstärke, die Nähe der Fans oder auch die Masse. Wer weiß. Wechsel von Michaela Ponza auf